Die Erkrankung Purpura Schönlein-Henoch ist etwas, was man an der Haut, aber auch im gesamten Organismus feststellen kann. Und zwar handelt es sich um eine Entzündungsreaktion, eine sogenannte Vaskulitis, Entzündung der Gefäße, häufig nach Infektionen, sodass man an der Hautoberfläche so kreisrunde, manchmal auch punktförmige Einblutungen erkennt. Es kann zu einer Beteiligung der Gelenke kommen, auch des Magen-Darm-Trakts. Deswegen ist es wichtig zu schauen, welche Infektion liegt dem zugrunde und dass man auch die Symptome, die Beschwerden behandelt. Wenn die Haut betroffen ist, behandelt man diese von außen mit Glukokortikosteroiden, das sind entzündungshemmende Mittel. Aber wichtig ist auch zu gucken, wenn eine Beteiligung zum Beispiel von den Nieren vorhanden ist, dass man den Urin mit untersucht, dass man schaut, sind die Gelenke mit betroffen. Also von daher ist bei der Purpura Schönlein-Henoch-Erkrankung wichtig zu schauen, ist diese Erkrankung klein oder groß ausgeprägt, und da arbeitet man meistens noch mit dem Hausarzt zusammen oder auch einem Rheumatologen. Wichtig ist, eine Infektion auszuschließen, diese zu behandeln. Übrigens, die Erkrankung tritt vor allem bei Kindern und jungen Erwachsenen auf, kann aber auch im höheren Lebensalter entstehen. Wenn Sie solche Hautveränderungen haben sollten und sich unsicher sein sollten, schicken Sie uns gerne Bilder und unsere Hautärztinnen werden dann einen Arztbrief erstellen und Sie nochmal auf die unterschiedlichen Sachen hinweisen. Und die Therapie sorgt dafür, dass die Hautveränderung innerhalb von 14 bis 21 Tage, sprich 2 bis 3 Wochen, wieder rückläufig sind.